So, Chat. Also, wir machen einen Draft Battle, wer ist 84 plus und das EFL Tots Update bekommt. Dann gehen wir in die Quali. Schnick, schnack, schnuck. Ich fang an. Luftgewehr schießen. Ah, Tommy, wette, wer gewinnt das Ding? Ja, dann warte ich noch. Da sind gute Aufstellungen dabei. Wer über die Studio jetzt nehmen, die hier eigentlich, ne? Geh ich davon aus. Oder die Defensive. Da kriegt man oft wohl einen Brocken. Ich würde ja eigentlich gerne mal am Schnorchel ziehen, aber ich habe Angst, dass meine Stimme dann ganz weg ist. Ja, die geht dann weg. Oh, 100% auf mich, perfekt. Super. Eben kommst du. Aber immer so und dann komme ich aus dem. Ja, 100%. Fall, oh. Ey, Jungs, komm, lass mal die Wette 90% für mich abschließen, auf entspannt. Jetzt habe ich dich überholt. Was ist da los? Deine steigt immer spät ein, ne? Gut, wenn. Meine sind faul, sie bei uns sind ja, faul. Wenn deine Fangemeinde so alt ist wie du, dauert es ein bisschen länger, ne? Mit 55 das Ding eintippen. Wenn meine Fangemeinde genauso fit ist wie ich, dann packen sie das. Warum wollen die noch so lang? Nur Unfitte. Dankeschön für den. Die machen alle kein Ausdauertraining. Bizeps-Sexen. Ich sag auch, die trainieren alle nur Bizeps. Deswegen brauchen die einfach ein bisschen. Ich bin stolz, dass so viele mich beliefen, obwohl ich eigentlich immer verkacke. Ich wollte gerade sagen, warum belieft der eigentlich auf dich? Du verkackst deine Wette schon oft. Deine Wette verkacke ich echt oft. Dumm, wenn ich es jetzt sage, aber trotzdem sind die treu, Digga. Meine sind einfach die treuen. Aber du führst mit 51. Ich habe irgendwie immer so den Ruf weg, dass ich verkackt, aber dabei gewinne ich die Dinger öfters. Messi kommt besser? Nimm ich mit. Was? Die 12 sind scheiße. Du bist verkackt. 12 sind kacke. Jetzt habe ich einen Kramaric, jetzt kommt Bundesliga-Fahrwasser. Zeig. Tots plus 1, ne? Kommen eh nicht, aber wir machen's. Nur mal so. Das ist eine Frechheit. Warum machen die das? Warum machen die Draft so scheiße? Nimm raus. Nimm Ding mit. Dein Wort Powerhouse, Alter. Den kriegst du nie wieder raus. Geht's besser. Den kriegst du nie wieder raus. Geht's besser, der Wort Powerhouse. Der zieht den Link. Ist das traurig. Tizi Junior. Till Junior. Ja, perfekt. Resub im 7. Dankeschön. Der Albaner 04. Miro Spake. La Chili No Skill Player. Kamano Patze. Danke für eure Primes. Und das Tröhlgamm. Moin Jungs, komme aus Südtirol und bin seit. Oh, jetzt spiegelt gerade hardcore, ich kann echt kaum lesen. Immer bei euren Streams dabei. Vielen Dank für die mega Unterhaltung in den Jahren. Wohne seit 2 Jahren in Deutschland am Bodensee, kommen euch also immer näher. Tizi Army Worldwide, vielen, vielen Dank. Scheiße, ich muss jetzt ihn mitnehmen, ne? Ich muss ihn mitnehmen. Warum? Er ist besser. Und da habe ich schon mal Ramos. Sieht sehr schön aus. Wow. Dudek, bringt ihn durch. Bringt Brot nach Hause. Der bringt ich Brot nach Hause. Das ist Dudek, Dudek, bringt Brot nach Hause. Ich habe deine Sehr Warum schön. Hört die manchmal so oft einfach? Ich weiß es nicht. Oh, danke schön für die 25 Euro, Meister. Vielen, vielen Dank. Timo, ich drücke dem FCK aus Aachen die Daumen. Sie hätten es verdient. Ich fahre währenddessen mit 1000 Aachen-Fans nach Homberg bei Duisburg zum letzten Spiel der Saison. Klassenerhalt ist auch fix für Ohren. Geil. Digga, wer war die ultimative Aachen-Legende? Ah, Schlaudraff. Jan Schlaudraff. Ich hätte einen anderen. Also Jan Schlaudraff mit seinem Tor, was er gemacht hat. Alemannia Aachen. Erik Meier. Jan Schlaudraff war. Wer ist die größere Legende? Boah, Jan Schlaudraff war schon krass. Aber Jan Schlaudraff ist ja nicht eher so Hannover-Legende? Ja, aber bei Alemannia Aachen ist er doch da. Erik Meier ist doch der größere, oder Mofaka? Also mir wäre jetzt halt direkt der Janni eingefallen. Ich darf jetzt gerade hier vorne verkacken. Ich darf hier vorne jetzt gerade mal Milch verpacken. Verkorken. Boah. Ehre, ganz klar. Vorne den Sturm, du bist durch. Ja, ist korrekt. Bitteschön. Dankeschön. Ich habe Position vorne gerade gesehen, dass da noch was fehlt. Vorne eine Bux. Dass da noch was fehlt, habe ich gar nicht gesehen. Alter, Tommy, du bist auch alles, ne? Du bist Dortmunder, du bist Aachener, du bist Rot-Weiß-Essener. Welche Vereine gibt es noch im Ruhrpott? Bist du auch noch Bochum oder? FC Schalke ist auch noch. Schalke, was noch alles? Digga, jetzt ficken die mich aber gerade hart. Jetzt ficken die mich aber gerade hart. Das ist asozial. Kannst du noch Ding bringen, KDB? Das ist hart, was die hier gerade immer machen. Jetzt umstellen. Nee, KDB kann ich nicht bringen. Warum? Minus.
Ah, hier kann ich ihn bringen. Aber dann will ich ja ihn, wollte ich ja eigentlich hier reinmachen, so wollte ich es eigentlich machen, gerade am Anfang. Aber es bringt ja auch nichts. Mehr geht denn. Nee, mehr geht nicht, Chat. Ich würde aber sagen, ich habe mein Projekt gut rumgerissen. Ich weiß doch, Tommy. 189, ich weiß Chat. Doch, Tommy. Die Tots waren übrigens geil, die kamen, ne? 3 extra Punkte, ne? Ja, ja. Wäre das hat, ne? Bei unserem Glück irgendwie. Oh, Kakao oder Messi? Messi kommt besser. Kommt er besser? Ja, schöne Messi. Scheiße, aber gleich so Kakao zu ziehen ist schön. Weiß ich jetzt nicht. Oh. Weiß ich jetzt wirklich ja, nicht. Ja, das weiß ich auch nicht. Ja, weiß ich jetzt wirklich nicht, was das gerade war, ne? Boah, das stinkt. Weiß nicht, ob das wirklich so gut war gerade. Der stinkt. Meins hat mich gerade sympathischer gemacht. Boah, er kommt gerade. Was kann er so? Erzähl mal. Er hat Präsenz. Simon, was sagst du der Insta-Story mit Schmitzi und dem Schalke-Trikot? Peinlich. Was war? Hab ich gar nicht gekriegt? Ja, guck mal. Was hat er wieder abgezogen, Schmitzi? Wollte eine Verlängerung bei Broski. Hat er? Wollte er luschen? Hat er sich das Schalke-Trikot immer gezogen? Der Broski noch verlinkt, oder was? Glaub nicht mal. Ist ja perfekt. Wollte eine Verlängerung mit dem Schalke-Trikot. Dachte so, komm, er nutzt es mal aus, hat noch ein Schalke-Trikot, stinkiges im Schrank rumlicke. Nee, wurde hängen gelassen. Ja gut, er hat es aber versucht. Ah, wichtig. Ah ja, quasi, die dann wieder schönes gönnen. Ja, aber Digga, guck mal, das sieht noch gar nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Nur Spanier drin. Boah, ich muss erst wieder eine neue reinmachen. Ich brauche so ein Ella Ella, brauche ich jetzt. Ella Ella! Sei ehrlich, wieder gute neue 2 Lieder drauf. Chat, was sag ich zu dem Beat hier? Beim Duschen höre ich immer schöne Harmony FM Playlist. Und wenn ich eine neue habe, dann kommt er direkt auf die Playlist. Richtig. Kommst du dann schnell nackt aus der Dusche gerannt und gibst ihn ein? Nee, dann sage ich Punkt, Punkt, Punkt auf Playlist. Tots, Digga. Tots, Digga. Ein extra Punkt, Digga. Heiße, Digga. Das war's. Ich krieg den Bruder nicht unter, ne? Sag ich, wie es ist. Gönn ich dir. Gönn ich dir. Na gut. Ja, Chat, das Ding ist am Ende. Dann machst du Makelele in den Sturm. Ja, also, wo soll ich denn hinmachen? Ist das traurig? Ja, safe, Tommy. Macht es ein Schmitzi. Noch irgend paar Wünsche? Tut mir leid, Chat, aber dagegen kann ich nichts machen, gegen das Glück. Ich krieg den nicht mal durch, Digga. Jetzt muss ich was einfallen lassen. Wäre das peinlich. Wäre das peinlich. Okay, ich muss echt noch drauf achten. Ich glaube, das wird peinlich. Es wird echt problematisch, sag ich dir, wie es ist. Ich schmeiß mal die Premier League-Maschine hier rechts. Ich lach mich so kaputt, wenn sie nur noch RMs und LF und LFs geben. Wo klemmt denn dein Schuh jetzt aktuell? ST klemmt. ST klemmt böse, ne? ST klemmt wirklich böse. Machen wir den erstmal hier hin. Tausch doch aber auch einfach mal deinen Cooper da hinten drin, die 2. Welche? Die 2 Innenverteidiger, der und der Außen. Die 2. Nee, der und den anderen. Die 2. Den IV und den hier. Ja, jetzt kann ich so machen. Aber bringt mir noch gar nichts. Ja, vorher, mach doch mal jetzt nochmal den anderen rein. Ja, bringt gar nichts. Nein, auf die andere Seite, wo Makelele steht. Natürlich bringt es was, ja. Weil der oben ist doch durch mit Pelé. Oh, den hab ich gar nicht gesehen. Du bist ein Ehrenmann, Digga. Ja. Cool, dann kann er wieder vorne rein, der Makelele. Wackelt er wieder nach vorne, sag ich dir, wie es ist. Ja, perfekt, hast du es doch. Jetzt bist du ja durch. Warum? Bin ich gerade dumm oder warum? Jetzt bist du ja durch. Warum soll ich jetzt wegen einem Philippe alles und durch sein? Gib mir ein Chemiepunkt, mach gib dir mir mehr. Mach dir mal deine Gedanken. Digga, häng ich gerade? Mach dir aber deine Gedanken. Hä? Du bist so warum, dumm. Warum, was war da? Du bist so dumm, du hättest Morata, Spanier, ST mitnehmen können. Und dann? Auf ÖF, Ferran Torres bringe, LM, Lamela und dann passt da hinten, du bist durch gewesen. Scheiße. Du wärst durch gewesen. Kein Problem, ich komm noch. Ich baue das Projekt um. Ich hab mich gefickt, ne?
Er ist durch gewesen. Ich hab mich gefickt. Du machst dich grad. Meine Füße sind aber auch hart gerade. Oh, ja, Digga. Was, du hast zerstört das Kabelstürmer, das war's. Okay, warte, wir haben hier nochmal die Möglichkeit vielleicht nochmal, aber die sind durch, die Jungs da außen. Ich hätte den Stürmer gebrochen, ne? Das ist alles auf jeden Fall anders. War Spanier, SD, da ja. Wärst du durch. Okay, hab Probleme gerade. Beste. Kriegst keinen Stürmer mehr, das war's, ne? Letzte Position ist nie ein Stürmer. Ist so. Scheiße, ich hab Angst, Fehler zu machen. Ich nehm zu mir mit. Geh raus. Das hab ich schon irgendwas? Mehr. Scheiße. Immer kommt dann der Chat. Wo klemmt er? Nur der Stürmer fehlt und hinten noch ein IV. Ah, warte mal. Scheiße. Da bist du doch, Timau! Lass dich doch nicht! So Quatsch, Chat. Weil so viele Fehler, die der macht. Lass dich doch nicht! Wird auch noch belohnt. Lass dich doch nicht! Für so viel Fehler wird er noch belohnt. Kappa. Kappa. Da wurde es ja belohnt. Vor allen Dingen, warum hast du eigentlich auch nicht einen Pelé vorne in den Sturm gestellt und lässt so einen verschimmelten Makelele mit ZDM da vorne rumjammern? So, besser Match? Wichser. Okay. Was hab ich denn überhaupt? Hab ich schon aktualisiert? Doch, aber mal kurz zum Spaß. Tausch mal kurz KK und Pelé. Warum? Nur mal zum Testen. Warum? Tausch die mal. Und jetzt machen wir Makelele dein, wo Pelé steht. Sieht einfach schöner aus. Wow. Soll ich was sagen? Auf dem Spaß habe ich ja eh gewonnen, ne? Ja. Ja, gewonnen. Was hattest du? 89. Und ich kriege einen Extratuppe. Du brauchst keinen Manager mehr, du hast gewonnen. Nee, ich kriege einen Extratuppe. Wir sind uns einig, kriege ich einen Extratuppe. Aber wir sind noch einig, du hast Scheiße gebaut. Oh, super, Digga. Ich habe einen Tots eingebaut, wo klemmt's denn nirgendwo? Digga, klemmt's? Du hast vier Icons und hast ganz schön geschwommen. Warum? Verstehst du deine Augenlegerei, Digga? Das ist keine Augenlegerei. Wo sind vier Icons im Tor noch, Meister? Hat aber recht. Aber es ist entspannt. Rojo, vor lauter Nebel wahrscheinlich. In deinem Tipico siehst du schon nichts mehr. Ich bin doch durch, Jungs. Beruhigt euch doch einfach mal. Bleibt einfach mal alle ein bisschen entspannt. Du musst keine Frustschiss. Was will man jetzt eigentlich noch helfen hier? Oh, du bist doch durch. Okay, gut. Danke. Ich wollte nur, dass du bestätigst. Schieb das Ding raus, da ist ja noch der Patrick. Ach Gott, was ein geiler Typ, Alter. Mit dem gehe ich nach Hause auch noch. Wir haben kurz 191 gemacht. So, wie sieht denn das hier aus? Belieben die oder haten die? Mehrheit ist auf nicht belieferbar. Okay, sind sie selbst dran schuld, wenn sie Geld nehmen wollen? Aber das sind 2,3 Millionen, aber auch 1,4 oder so auf ja. Wegen ein! Super, wichtiges Pack, Digga, dass wir das auch ausgespielt haben, so, war ja definitiv wirklich ganz wichtig. Ja. Harry Maguire, Tots! Harry Maguire, Tots! Auflösen! Tommy, wette mal ja! Du kriegst ja noch das EFL-Ding. Ja. Krasse Werte hat aber der Tots, ne? Super Pick! So, geh rein. Nein, was machst du denn? Soll ich direkt noch machen? Oder erstmal ein Spielchen? Das macht doch das ist EFL-Totspack, das ist auch nichts Besonderes. Oh, wenn ich da jetzt Mitrovic ziehe und so? Du machst das Schlechteste, den Bananamann machst du. Bananamann! Zeigen, Kopf ziehen. Achtung! Bananamann! Benennen! Oh, der ist gut, der ist sehr gut! Boah, war der nett, letztes Mal, sieht aber wirklich gut aus. War dieser leiser. Philips, gab's halt dieser Philips, der war doch krass. Jetzt am Fertigwenzel. Ja. Bayer 97. Sieht gut aus. Sieht wirklich stark aus. Guter Abräumer, glaube ich. Sieht wirklich okay aus. Guter Abräumer. Sieht wirklich okay aus. Wird fett.